Tomi. Es ist hier heute eine Videoantwort auf den Wanderkauz, der die Idee oder den Film gedreht hat. Wie viele Messer habe ich dabei? Welche und warum habe ich die dabei? Ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema und da möchte ich mich anschließen. Wird bei mir sehr unspektakulär sein, aber wenn ihr Lust drauf habt zu erfahren, was ich dabei habe, dann schaut doch zu. Zunächst möchte ich dir, lieber Wanderkaut oder Captain, gratulieren zu deinen 100 Abonnenten. Das hast du dir redlich verdient und ich denke, es werden auch jede Menge mehr werden noch. Ja? Bleib einfach so, wie du bist. Mach weiter so. Ich finde dich gut. Aber auch ich möchte die Gelegenheit mal ergreifen. Auch ich habe die Tage die 100 Abonnenten erreicht und freue mich riesig darüber, bin da sehr glücklich drüber und möchte mich auf diesem Weg bei allen meinen Abonnenten nochmal bedanken. Ich finde das klasse, dass es so viele Leute gibt, die Interesse daran haben, was ich tue. Finde ich ganz toll. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich gebe weiterhin mein Bestes. Aber man darf auch nie vergessen, es ist ein Hobby. Also ich bin jetzt keiner, der hier zwanghaft irgendwelchen Aktionen reist, wie von einer 20 Meter Eiche stürzen oder sowas. Das gibt es bei mir eher weniger. Ja, ein Messer, was ich immer dabei habe, also ständig am Mann, egal ob das jetzt beim Wandern ist, spazieren, einkaufen, arbeiten, es ist immer an Karabinerhaken an meiner Hose und immer im Gebrauch. Und das ist mein Victorinox, ein relativ kleines Messer mit einer kleinen Klinge. Und da sind halt so Sachen dran wie Flaschenöffner, Pinzette, kleinen Zahnstocher, falls ich mal eine Kokosnuss in ganzer Frucht esse und die in der Kauleiste hängen bleibt. Ja, kleines Messer, Schere, was man so braucht. Also das habe ich wirklich ständig im Gebrauch. Das ist ein richtig tolles Messer. Auch ein Messer, was ich immer bei meinen Outdoor-Aktivitäten dabei habe, ist das Ganso Firebird. Ich finde, es ist ein Einhandmesser, was bezahlbar ist. Ich finde es einfach wunderschön und es lässt sich super handhaben. Es ist ein Einhandmesser und natürlich nicht Paragraph 42a konform. Also es ist in Deutschland eigentlich nicht zugelassen. Aber ich trage es ja auch nicht in der Öffentlichkeit. Ich habe es wirklich nur mit dem Wald dabei für meine Outdoor-Aktivitäten. Und zwar dient es in erster Linie dazu für die Nahrungszubereitung. Fleisch schneiden, eine Frucht mal aufschneiden, Nuss knacken, was auch immer. Ja. Und ich finde es einfach, es ist ein tolles Messer, es ist sehr scharf, es ist sehr schnitthaltig und ich benutze es einfach sehr gerne. Als Alternative zum ganzen Firebird habe ich das Opinel Nummer 9. Das habe ich hin und wieder dabei, hauptsächlich auch zur Nahrungszubereitung und zum Kochen, als Kochmesser quasi für unterwegs. Es ist auch recht günstig und leicht nachzuschärfen und meiner Meinung nach das ideale Einsteigermesser und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das so ziemlich jeder zu Hause zumindest liegen hat oder sich mal gekauft hat für den Outdoor-Bereich. Das ist das Manly Patriot in der zweiten Generation. Das habe ich auch hin und wieder dabei und das ist ein reines Arbeitstier, sage ich mal, das Bushcraft-Messer. Damit wird Feuerholz zubereitet, alle möglichen Schnitzarbeiten etc. Es ist auch recht günstig und somit denke ich auch ein recht gutes Anfängermesser. Es ist sehr schnitthaltig und lässt sich jederzeit leicht nachschärfen. Ich finde es zudem also außerdem sehr gelungen und sehr hübsch. Ich habe es gern dabei. So, das Mora Heavy. Das ist das Messer, was ich eigentlich immer dabei habe. Das ist so mein Arbeitstier und mein Bushcraft-Messer. Und dürfte ein Messer sein, was ziemlich häufig verkauft wird, weil es einfach günstig ist.
Und ja, schnitthaltig und leicht nachzuschneiden. Ein sehr tolles Messer. Ideal für den Einsteiger. Allerdings, was mir nicht so gefallen hat, war die Messerscheide. Da habe ich mir von OS Kydex habe ich mir eine Kydex-Scheide anfertigen lassen. Und da habe ich gleich mit einer Halterung dran für einen Leitner Feuerstahl. Den Klingenrücken vom Mora habe ich dementsprechend bearbeitet, damit auch dieser Feuerstahl funktioniert, damit der Funken abwirft. Denn im Originalzustand ist der Klingenrücken etwas abgerundet und nicht in der Lage, mit dem Feuerstahl einen Funken zu erzeugen. Aber wie gesagt, so überarbeitet ist es ein ganz, ganz tolles und günstiges Messer. Und ich habe es einfach immer dabei. Ich liebe es. Natürlich werden Messer, die oft in Gebrauch sind, irgendwann auch mal stumpf und dann muss man sie eben nachschleifen. Deswegen habe ich diesen DC4 Schleifstein von Friol und Riven immer mit am Mann, immer dabei. Und hier sehen wir die goldene Seite. Das ist eine grobe Seite mit Diamant. Wenn das Messer mal völlig verhunzt ist, dass man das grob mal abschleifen kann. Und die Rückseite ist eigentlich eine feine Schleifseite. Damit kriegt man das Messer immer schön scharf. Absolut ein Muss, wenn man unterwegs ist. So, jetzt kam natürlich die Frage auf, warum hat man zwei oder drei Messer dabei? Nun ja, weil ich sie gerne dabei habe und weil es für mich kein Problem darstellt. Die wiegen ja verhältnismäßig wenig. Und ich habe nun mal gerne verschiedene Messer für verschiedene Aktionen. Natürlich gibt es auch Menschen, die haben ein einziges Messer und benutzen das auch für alles. Ja? Das muss halt jeder so machen, wie er es für richtig hält. Ja? Da gibt es verschiedene Ansätze und nicht ist richtig oder falsch. Also wie gesagt, ich nehme lieber zwei bis drei Messer und die haben ihren Nutzen und das mache ich gerne so. So, liebe Freunde, liebe Captain, das war quasi meine Vorstellung, welches Messer ich nutze und warum. Ich hoffe, das war in euren Sinn und es hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Also um nochmal zu verdeutlichen, meine Philosophie ist es, gebrauchsfähige Messer zu nutzen, die aber in der Anschaffung günstig sind. Und da bin ich bis jetzt sehr gut gefahren und bin auch ganz glücklich mit. Natürlich gibt es auch welche, die lassen sich Messer anfertigen, weil sie Messerfreaks sind, weil sie Freude daran haben. Das ist ja auch richtig und gut so. Sie haben dann vor allen Dingen auch ein individuelles Messer, was nicht jeder hat. Ja. Aber ganz ehrlich, ich persönlich, wenn ich ein Messer dabei habe für einen Wert von 200 bis 300 Euro, dann habe ich immer ein bisschen Angst. Ja. Erstens mal, dass es vielleicht kaputt geht, ja. Gerade beim Feuerholz machen. Sollte nicht sein, kann passieren. Oder ist jetzt verloren gegangen. Ja. Das würde mich schon sehr, sehr ärgern, ein Messer zu verlieren in der hohen Preisklasse. Und die Messer, die ich habe, mein Gott, natürlich ist es auch schade, wenn ich es verliere. Ich liebe ja meine Ausrüstung. Aber sie sind verhältnismäßig schnell nachzukaufen. Und es tut nicht ganz so weh. In diesem Sinne, liebe Leute, das war's dann auch. Ich wünsche euch weiterhin Erfolg. Geht raus, habt Spaß dabei, respektiert die Natur. Ich wünsche euch alles Gute für die neue Woche. Habt Erfolg und vor allen Dingen ganz wichtig viel Gesundheit. Macht es gut, bis demnächst. Ciao, euer Tom.